Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Showdown. Heute mal gegen euch Zuschauer, denn ja, ich mache das jetzt hier für die nächsten paar Parts so, oder ja, für zwei, drei Parts, dass ich jetzt gegen euch Zuschauer kämpfe in Random-Formaten, entweder in Gen 7 Random Battles oder Gen 6 Battle Factory kämpfen. Was das genau ist, werde ich gleich noch erklären. Es gibt leider für Gen 7 keine Battle Factory, also keinen Modus namens Battle Factory. Deshalb, ja, etwas schade, aber das soll passen. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal den Gegner auslosen und dann euch gleich erklären, was es damit auf sich hat. So, wir haben hier die Nummer 2 und die Nummer 2 von unten ist der Impeldown TV, also akzeptieren wir einfach mal im Battle Factory. So, was ist das Battle Factory? Battle Factory ist ein Modus, in dem es relativ random ebenfalls zustande kommt, und da gab es ganz kurz einen Blackscreen, nicht wundern. Und zwar ist es nämlich so, dass man ein Random Team in einem Random Tier zusammengestellt bekommt. Also in diesem Fall ist das ein Yu-Yu-Team, kann man ganz gut erkennen, aber es ist noch Gen 7 Yu-Yu. Er schreibt Have Fun, ich schreibe mal U2. Impeldown TV, nebenbei auch ein YouTuber, auch in der GPL. Link natürlich in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Auf jeden Fall, ja, man hat dann in einem Tier ein Random Team zusammengestellt, was relativ kompetitiv ist, denn in Random Battles, was der andere Modus wäre, den ich sonst spielen würde, ist das überhaupt nicht so. Da bekommt man einfach random Pokémon, random Level, random Movesets, also wirklich alles ist random. Und da muss man irgendwie was versuchen. Hier kann man dann doch ein wenig mehr, ja, kompetitivere Teams erwarten, wobei das jetzt auch nicht das kompetitivste Format ist. Aber gut, ich rede jetzt hier zu lang. Wir sehen hier einen Mega Stolos, was man ja hier tatsächlich dann spielen kann wegen Gen 6 und so, was ganz cool ist. Dann ein Voltula, ein Libeldra mit dem Walschall Überreste Gyarados, ein Seedraking und ein Shuckle. Ja, ich könnte eigentlich mit Shuckle leaden, ne? Aber das ist mir ein bisschen zu offensichtlich, um ehrlich zu sein. Aber ich habe nicht so dieses Zubiris gut zu treffen, fällt mir gerade auf. Wobei, ich habe eigentlich zwei mögliche Leads, Galvantula und... Wow, wieso habe ich Shuckle und Galvantula? Keine Ahnung. Ja, komm, ich leade doch mit Shuckle. Er leadet mit Sableye. Ich habe Angst, dass er Taunt hat, um ehrlich zu sein. Ich gehe mal auf die Tarnsteine. Ja gut, also ich wollte erstmal auf Knockoff gehen, aber ich dachte, vielleicht hat er doch keinen Taunt, deswegen bin ich mal hier für eben die Stealth Rocks gegangen, aber es soll passen. Hier macht die Verbrennung natürlich auch noch mehr Schaden, weil es Generation 6 ist und nicht Generation 7. Und ja, ich werde das so machen, dass ich einen Kampf pro Part mache gegen Zuschauer. Deswegen werden die Parts wahrscheinlich auch etwas kürzer, aber das ist dann so ein Happen für zwischendurch, so ein Showdown-Part. Das ist, glaube ich, auch nicht allzu schlecht. So, was wechseln wir denn jetzt hier in so ein Sableye rein, ne? Das ist eine gute Frage. Ich habe dagegen echt gar nichts. Das ist ein bisschen nervig. Das ist ziemlich nervig. Mein ganzes Team ist fast ist so physisch, bis auf Voltula. Das ist doch richtig dumm. Was soll ich hier machen? Ich wechsle mal in Voltula jetzt raus, er wechselt in sein Gardevoir, ist okay. Was ist das jetzt hier für ein Matchup? Das ist ja richtig schrecklich. Ja, ich muss rauswechseln, ich brauche meinen Voltula, sonst verliere ich. Das ist nicht gut, Guys, das ist ganz und gar nicht gut. Ich gehe jetzt hier in Stolos rein. Also das Matchup sieht momentan nicht allzu super aus, um ehrlich zu sein. Und der Spezialangriffsdrop hat auf jeden Fall krass gemattert. Jetzt holen wir erstmal die Tarnsteine raus. Und er hat den Fokusstoß im Set, aber durch die Filterfähigkeit kann ich das mit Mega Stolos tanken. Jetzt wäre natürlich ein Heavy Slam besser gewesen, weil dann hätte ich das Gardevoir schon mal aus dem Spiel genommen. Aber das sollte, glaube ich, passen, weil ich es Revenge killen kann. Wobei, womit kann ich es Revenge killen? Wieso zerstört mich Gardevoir fast komplett? Ach Leute, ich muss hier was ganz Crazyes versuchen mit Gyarados, glaube ich. Vor allem Crazyes, was rede ich hier? Ah Leute, das sieht nicht gut aus, das Matchup. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Was für ein Set ist das? Könnte das ein Wahlglas-Item sein? Möglicherweise. Ich gehe, glaube ich, mal auf den Abschlag hier. Oder auf Sticky... Ah, ich weiß es nicht. Sticky Web oder Abschlag? Was ist hier eher der Play? Ich glaube, Abschlag ist der Play. Er geht leider... Okay, er geht nicht in Zubiris rein, er geht in Tentacruel. Das ist okay. Da bekommen wir jetzt schon mal Black Sludge weg. Gut, dann wird er jetzt hier natürlich auf den Rapid Spin gehen. Ich glaube, das ist meine Möglichkeit, jetzt hier mit Gyarados etwas zu versuchen. Ich glaube, meine einzige Möglichkeit, irgendwas mit Gyarados zu versuchen, oder? Wogegen könnte ich noch setupen? Gegen eigentlich fast gar nichts. Denn ich habe kein Delegator im Set, das heißt, ich könnte mich auch nicht gegen Zubiris setupen, weil das Ding Irrlicht hat. Also muss ich jetzt hier was mit Gyarados versuchen. Er geht sogar selber auf die Toxic Spikes. Okay, jetzt wird was versucht. Wir gehen hier auf Drachentanz. Wir haben hier nicht viele Möglichkeiten, das Match zu gewinnen. Das Matchup sieht nämlich echt schlecht aus, um ehrlich zu sein. Aber wir werden es irgendwie versuchen. So, ich könnte jetzt hier auf Bounce gehen. Ah, nee, er hat ja Prankster, Urlo. Ich habe das vergessen. Das hat er gut gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. Das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, ich muss auf... Ja, was machen wir jetzt hier?
gehe ich auf Shuckle, um den Willow abzufangen und dann um den Taunt abzufangen auf Galvantula. Ich glaube, das ist hier der Play. Ich glaube, das sollte passen. Wir darben jetzt hier raus in Voltula und können dann ein bisschen Druck aufbauen, weil Voltula doch relativ viel Schaden drücken sollte. Nur leider habe ich keinen Fokusgurt und keinen Lebenorb oder so. Das wäre ganz nice, aber ja, passt schon. Ich kann ja nichts dafür, ist ja alles random hier. So, ich gehe hier auf den Donner, er hat keinen Donner-Switch in. Vielleicht sein Hydreigon könnte er reinwechseln, also sein Triumphalo, aber ich glaube nicht, dass er das reinwechselt, ist nicht wirklich ein guter Switch in. Also sollte das eigentlich passen. Das sollte passen. Ich werde wahrscheinlich auch natürlich auf Showdown normale Kämpfe machen, also in bestimmten Tiers und so weiter, nicht nur solche Random-Formate, aber ich finde das auch mal ganz gut zur Abwechslung, wurde sich auch ziemlich oft gewünscht, also wieso nicht. Und jetzt ist die Frage, was er hier reinwechselt, ne? Er könnte eben Triumphalo reinwechseln, das wäre so ziemlich das Einzige, was er in den Donner reinschicken kann. Das war's aber auch. Ich hoffe, dass er Sableye drin lässt, weil das Ding ist ein Threat und er lässt es tatsächlich drin und das macht 50%. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, jetzt sollte ein Bugbuzz ausreichen, also gehen wir hier auch auf den Bugbuzz. Er geht auf Recover, okay, never mind. Das war natürlich gut gemacht von ihm. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Der Junge hat ja Recover im Set. Och nein. Das ist eklig, das Ding. Ich hasse Sableye. Wieso habe ich nichts im Team gegen Sableye? Ich verliere einfach instant dagegen. Einfach instant. Was soll ich dagegen denn machen? Die Para bekommen oder wie? Das ist nicht cool. Ich muss jetzt hoffen, dass ich einen Volltreffer lande oder die Para bekomme. Ja, Bugbuzz war ein Missplay. Das war durchaus ein Missplay. Ich habe vergessen, dass er Recover hat. Also ein Prankster-Recover. Das ist super nervig. Das ist super, super nervig. So, jetzt Donner bitte ein Crit oder eine Para, keine Ahnung. Das ist halt das Einzige, worauf ich hoffen kann. Da ist eine Para, wow. Aber bringt mir halt auch nichts, weil das Ding halt Pranks hat, solange er keine Full Paras bekommt. Ich kann halt nicht drauf hoffen, ja. Ich möchte auch nicht drauf hoffen. Es ist halt ein super schlechtes Matchup, kann man nichts anderes sagen. Und jetzt ist mein Lumberry auch durch die Toxic Spikes weg. Stimmt, RIP. Ich habe jetzt gedacht, oh, ich gehe jetzt in Kingdra, um ihn zu finishen, weil er mich nicht willowen kann. Aber so viel dazu. Das ist ein bisschen blöd. Er wechselt jetzt ja, er macht alles richtig. Ich verzweifle einfach nur gerade. Alter, als ob das so viel Schaden macht. Das ist ein bisschen viel Schaden. Also ein bisschen zu viel, um ehrlich zu sein. Dann hätte ich da, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, da kommt Gardevoir rein. Gardevoir ist ein Problem. Ich muss eigentlich Shuckle reinwerfen. Aber das ist ganz gut, weil Sableye ist jetzt in einer nicht so schönen Range. Das ist ganz cool. Also das nehme ich. Er hat wahrscheinlich mit einem speziellen Set gerechnet. Das ist sehr wahrscheinlich. Aber ich bin halt physisch. Mein ganzes Team ist physisch. Was ist da los? Bis auf Voltula. Ach Mann. Da kommt Tentoxa rein. Hat er sehr schön gedoubled. Keine Frage. War ein sehr guter Play. So, dann können wir jetzt hier eigentlich... Ja, wir müssen Druck aufbauen. Wir müssen jetzt hier ein bisschen aggressiv spielen. Ich muss hoffen, dass er irgendwie auf Spin, also auf den Rapid Spin geht. Deshalb gehen wir jetzt hier auf Flygon. Und er geht auf den Rapid Spin. Das ist ganz nice. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Kehrtwende. Wir müssen hier Druck aufbauen. Wir haben hier nicht viele Möglichkeiten. Wieso wir auch immer Libeldra und Sedare King in einem Team bekommen haben, was auch noch physisch ist. Und natürlich bleibt er drin, weil er gut ist. Ach man, das ist doch blöd. Das ist alles blöd. Wir müssen in Gyarados reingehen. Und Gyarados wird bouncen müssen. Da kommt Scald, jetzt kommt der Burn, oder? Fast. Das wäre es jetzt gewesen. Das wäre traurig. So, jetzt gehen wir mal auf den... Ja, wobei, wir können doch nicht mal bouncen. Wir müssen aber eigentlich bouncen. Ja, eigentlich müssen wir auf Bounce gehen. Oder Dragon Dance und hoffen, dass er geparat wird. Ich glaube, er bleibt drin. Okay, er wechselt tatsächlich Milotic rein. Das ist nice. Das ist gerade ziemlich nice. Das heißt, wir können eigentlich wieder Dragon Dancen. Oder hat er Drachenrute im Set? Könnte er Drachenrute im Set haben? Ich bin jetzt mal greedy. Hat er die Drachenrute im Set? Nein, er hat Haze. Als ob. Er jetzt kann einfach Haze spammen. Das ist doch blöd. Wieso hat er das Counter-Team für mein Team? Das ist doch alles blöd. Ich bin traurig. Ich verliere einfach wie sonst was. Weil das Matchup nicht gut ist. Para. Nein, keine Ahnung. Ich werde jetzt hier nicht hoffen. Jetzt hier wieder auf Dragon Dance und dann auf Bounce. Das macht sogar ziemlich, ziemlich guten Schaden. Das scheint eher speziell defensiv zu sein. Ach ja, was machen wir jetzt hier bloß, Guys? Er geht jetzt hier wieder auf Recover. Das ist ganz cool. Weil wir jetzt hier wieder bouncen können. Oder auf Waterfall Flinch gehen. Haha. Er wechselt tatsächlich raus im Metagross. Okay, das war ein guter Play. Das war ein ziemlich nicer Play. Ich hoffe, dass ich aus irgendeinem Grund langsamer bin. Das wäre ganz cool, weil dann bekommt jetzt hier nicht gleich einen Donnerschlag rauf, sobald ich einen Bounce raufbekommen habe. Ja, okay, das war's. Okay, er hat keinen Donnerschlag auf seinen Kopfstoß. Schöne Grüße von Dieter K. aus Grünheide. Grüße zurück, Herr Dieter. So, was machen wir jetzt hier? Wir haben hier nichts für dieses Metagross, ne? Das ist immer so, also nicht zum Reinwechseln. Ich brauche eigentlich Gyarados noch.
Wobei reicht Waterfall aus? Ja, komm, wir versuchen's. Flinch! Nein, keine Ahnung, was soll ich machen, Guys? Ich kann hier nichts machen. Das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Jetzt gehen wir hier auf die Kehrtwende, wobei die noch nicht mal aus dem ausreichen sollte. Moment, ich habe Defog im Set, das wusste ich gar nicht. Hätte ich vielleicht mal vorher drauf schauen müssen, dass ich Defog im Set habe. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ja, Battle Factory ist auf jeden Fall mein Modus. Man sieht das, ich bin hier richtig gut dabei. Als ob. Please. Ich gehe erstmal auf die Kehrtwende, dann kommt der Cancel-Button. Ich bin dumm. Der Impel Down, der macht jetzt hier einen 6-0 raus. Der macht jetzt hier ein 6-0 draus. Das ist schon ziemlich traurig. Ich muss jetzt eigentlich hier raus dubbeln, oder? Ich möchte eigentlich hier ein Play machen. Ja, komm, wir dubbeln raus. Was anderes bringt uns jetzt hier nichts. Nicht. So, wir gehen jetzt hier auf EQ. Wir bleiben hier dieses Mal safe. Letztes Mal haben wir predicted. Dieses Mal bleiben wir safe. Also, letztes Mal sind wir auf die Kehrtwende gegen Tentoxa gegangen. Und dann ist er einfach drin geblieben, weil er cool ist. So, jetzt gehen wir hier wieder in Shuckle rein, opfern es jetzt, weil dieses Mal wird der Draco wahrscheinlich treffen. Ich glaube nicht, dass er nochmal misst. Oder auch nicht, er geht auf Superpower, interessant. Ja, das war eigentlich ein guter Play, würde ich sagen. Aber ich kann ihm jetzt hier immerhin mit Abschlag das Item entfernen. Oder ich gehe auf die Tarnsteine. Er hat keinen Spinner mehr. Ja, aber er geht auf Draco, das ist nämlich jetzt sehr, sehr nice. Das ist ganz cool, weil wir jetzt hier mit Kingdra etwas versuchen könnten. Das Problem ist halt einfach nur, dass wir... Wobei, wir sind jetzt vergiftet. Stimmt. Moment. Haben wir jetzt noch eine Chance? Haben wir jetzt einfach noch eine Chance? Haben wir einfach noch eine Chance, Guys? Ich sage die ganze Zeit, wie wir zerstört werden, aber... Ich rechne mir gerade tatsächlich noch Chancen aus. Vor allem, wenn er sein Metagross opfert. Was ich glaube. Er wird doch sein Metagross sacken, oder? Bitte sag mir, dass er sein Metagross sacken wird, weil die Sache ist, dass so ein Lehm-Orb-Drag-Meteor immer noch so viel Schaden macht. Weil das ein Trigfado ist. Deswegen hätte ich gerne im Abschlag sein Item abgeschlagen. Er geht auf Draco-Meteor und das macht so viel... Wieso macht das so viel Prozent? Ah, was ist hier los? Ja gut, das ist verloren. Ich hätte vielleicht direkt in Flying gehen sollen und dann es versuchen sollen. Dann hätte ich das gewinnen können. Ja, so ist das leider verloren. Ja, ich kann jetzt hier... Ja, ich bin gescarft. GG. GG. Ich bin traurig. Was war das für ein Match? Oh Mann, echt. Das war ziemlich, ziemlich traurig. Ich hätte erstmal Libeldra opfern sollen. Weil ich dachte halt eher, dass wenn ich Libeldra reinwechsle, wird er rauswechseln und dann kann ich auch kein Setup bekommen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein Dragometeor trotzdem so viel Schaden macht. Das ist... Wie? So? Triefalo, Guys. Na, GG an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch irgendwie unterhalten. Ich hatte trotzdem meinen Spaß, auch wenn ich total zerstört wurde. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, dann gegen einen anderen Zuschauer. Schaut beim New Impel Down vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao.